Ja, hatte ich ja schon mal vor 2 Wochen, hab damals, also vor 2 Jahren hab damals auch schon gestreamt. Ziemlich viel passiert, ging drunter und drüber hier. Aber passt. Ja, und ich habe jetzt, habe angefangen mit Automobilista 2, dann ein bisschen Formel 1, bisschen iRacing. Jetzt bin ich aktuell bei Assetto Corsa hängen geblieben. Weil mit iRacing ist halt schwierig wegen dem ganzen, Paid-Sachen. Hier habe ich einen Server, hier kann jeder mitfahren. Hier gibt es 3000 verschiedene Mods und Strecken. Und da probiere ich immer ein bisschen was aus. Und wenn was Gutes tue, ist auf dem Server. Wir haben 10 GT3 Autos, Formel 1, 2, 3, LMP 1, 2, 3 und ein LMH drauf. Das freut mich bei deiner Firma, wo du immer warst. Und ich bin nicht mehr da, wo ich war früher. Ich bin nicht mehr auf derselben Position. Ich lerne halt jetzt das Fahren wieder. Und ich habe auch die Möglichkeit, falls meine Füße ganz versagen, auch mit dem Lenker fahren zu können, wo man mit den Händen Gas geben kann und bremsen kann. Indirekt. Ich habe 4 bis 6 Wochen mein Lenkrad immer vor der Fresse gehabt im Wohnzimmer und konnte halt nichts machen. Ich konnte nur aufstehen und racen. Wenn ich mal 3 Stunden racen wollte und 1 Stunde was anderes machen, ging das nicht. Ich konnte nur racen. Weißt du, ein bisschen am PC setzen, irgendwas tippen, irgendwas machen, sortieren, kopieren, ging halt nicht. Und jetzt habe ich mir Sachen und Dinge in die Küche verlegt. Genau, warum Kappa? Habe ich gemacht. Ich habe 5x 15 Meter Kabel in die Küche gelegt und einmal 20 Meter Kabel. Ja, habe ich. Ich bin hier in der Küche, hinter mir ist der Herd, der Kühlschrank, das Gefrierfach. Und ich habe halt viel mehr Platz hier. Nein, nicht Troll, ist echt so. Und drüben in der Stube ist es halt immer 3 Grad. Es ist halt immer 3 Grad heißer als hier. Und hier sitze ich halt direkt neben so einem richtig fetten Balkon, Doppelfenster, weil ich dann am Dach bin. Einfach fusioniert, oder? Das Gehirn Main. Ja, und meine Lieblingsklasse sind hier Formula. Aber die 99,9% der Welt fährt hier alles GT3. Und jetzt versuche ich mir halt alles anzueignen. Ich fahre GT3, ich versuche zu fahren zu üben. Ich versuche LMP zu fahren und auch Formula bin ich immer gefahren, aber halt, das ist ja halt wirklich jetzt realistisch hier alles. Und ich dachte mir, das gefällt dir. Weil wir haben uns ja da kennengelernt, glaube ich, auch bei dem Spiel. Bei Racing-Spielen, glaube ich. Forza Horizon 5 bin ich auch mal letztens gefahren. Sogar mit Lenkrad habe ich viele Settings gemacht und hat funktioniert. Hätte nicht gedacht, dass es geht. Du bist zwar langsamer als mit Controller, weil du nicht so schnell reagieren kannst und das ist halt nur für Controller gedacht, aber geht. Dann bin ich noch GT7 auch gefahren zum Test. F1 22 bin ich auch gefahren, schon 50 Stunden oder so. Da müssten sie aber die Physik noch ein bisschen überarbeiten und warten auf den Patch. Du, ich habe jetzt jeden Tag 8 Stunden Fahrtraining. Hab zwar ultra starke Schmerzen dabei, aber die Schmerzen habe ich auch so. Die Schmerzen tun sich jetzt nicht ver. Ja, ich will jetzt nicht lügen. Nicht stark verschlimmern. Aber du, ich nehme 12 Tabletten, Leute. Ich muss auch gleich wieder um 10 welche nehmen. Auch jetzt krasses Antibiotika wegen der Lungenentzündung. Heftigen Spray für die Lunge. Also, ich muss halt alle 3 bis 6 Stunden ziemlich viele Medikamente nehmen. Aber freut mich, dass du wieder da bist. Hab dich echt vermisst, Alter. Du warst eigentlich immer da und hast ab und zu mal Hallo gesagt. Auch wenn du nicht alles gefeiert hast, was ich gemacht habe. Ich dachte, ich hoffe, ich habe mir Sorgen gemacht. Ich dachte, es geht dir, hoffe, es geht dir gut.
Und dann dachte ich, na gut, vielleicht bist du genauso geendet wie die anderen, weil es haben sich halt viele einfach abgewendet. Ob du mich jetzt seit einem Jahr oder seit 5 Jahren kennst, keine Ahnung, gibt du mir Leute, die einfach dann gehen. Aber gut, es hat deren Sache. Und das macht es mich schon traurig manchmal. Aber gut, so Menschen sind halt scheiße. Ich schmeiße nichts kreuz und quer, ich schmeiße alles nur auf ärztliche Anweisung. Das ist alles abgesprochen. Ich habe auch einen gewissen Spielraum, wo ich was ändern darf oder nicht. Ich tue da nichts kreuz und quer schmeißen. Die Strecke haben wir jetzt gestern geendet. Wir fahren zum Garoring. Wir haben 10 GT3-Fahrzeuge. Da teste ich das mit denen. Wir haben viele Leute von früher, von 2015, sind wiedergekommen. Einige sind auch jetzt im Urlaub. Und wir haben auch viele neue kennengelernt, besonders Assetto Cord. Also der ist der verrückteste überhaupt. Sein Assetto Cord ist fast 1 TB groß. Was es, glaube ich, vielleicht mittlerweile ist, hat er extra eine zweite Platte gekauft dafür. Ja, und ich versuche jetzt hier zu fahren. Aber die meisten Fahrer, die ich erkenne, sind einfach krass. Sind einfach, also ich sag's dir. Sind einfach wild und fahren halt jede Runde gefühlt 10 Sekunden besser als ich. Und ich lerne halt noch die Strecken, ich lerne die Autos und jedes Auto fährt sich halt anders. Und das bin ich jetzt schon gefahren. Deswegen habe ich es jetzt genommen, dass wir ein bisschen quatschen können und dass ich mich darauf konzentrieren muss. Und ich fahre die besseren Zeiten eh, wenn ich einfach laber. Ja, das war auch einer meiner Gedanken. Die Weiber halt, ne? Wieder Weiber und dann lässt sich keiner mehr bei Gags blicken, hä? Aber die Weiber kommen in dein Leben und das war's dann. Der Pups wird erwachsen. Jetzt sitze ich hier Tag für Tag in meinem Camouflage-Hemd. Mal grün, mal grau, mal schwarz, je nachdem. Und bin am Driven. Heute bin ich nicht so fit, weil ich war heute wieder beim Arzt nochmal Lungen untersuchen. Ein Lungenflügel hat sich etwas erholt, ich weiß jetzt nicht welcher, rechts, links, keine Ahnung, hab ich vergessen. Und der andere ist noch schlimm. Und ich habe auch noch krasse Hustenanfälle, aber das Schlimmste habe ich überstanden. Ich habe wirklich wieder heftig gelitten. Ich konnte auch wieder tagelang nicht pennen wegen brutalem Husten, bin auch einfach auf dem Bett gesessen, mehrere Stunden, hab gehustet, hab versucht zu überleben. Hatte auch Filmrisse, mehrere. Du atmest halt 10 Mal, kriegst keine richtige Luft und dann wird der kurz schwarz vor Augen und dann wachst du irgendwann auf. Random Faktor zwischen 1 Minute und 1 Stunde, was ist mir vor 2 Jahren ist passiert. Alles auch erlebt wieder. Gar nicht Progress gemacht. Also du hast einen Vibe, du hast einen LKW, aber wir warten jetzt. Leben durchgespielt oder was? Und jetzt stelle ich gerade ein paar Strecken testen. Keine Ahnung, so viele Autos geladen. Ich versuche halt, dass die Autos halt gleichmäßig sind, damit der Mods ist halt nicht so einfach. Dann habe ich auch viele Strecken geladen, auch die Formel 1 Strecken, auch andere Strecken. Aus Gran Turismo, aus Forza Horizon, aus Forza Motorsport und so. What? Alter, was ist denn das für ein Progress bei dir? Eine Wohnung am Fluss? Klingt wie ein Fluss am Haus. Ein Haus am Fluss. Was ist denn mit dir? Krass. Geil, wenn man mit der richtigen Partnerin geht alles, hä? Da kannst du durch dick und dünn gehen. Freut mich riesig für dich. Ja, bei dir ist mir aufgefallen, dass du weg bist. Bei manchen
fällt es mir auch auf, da bin ich teilweise froh. Ich sag mal, es geht hier drunter und drüber. Je nach Spiel, was ich zocke, gehen die Leute einfach und denken, ich mach nie wieder was anderes. Manche bleiben auch treu, lernen auch schöne neue kennen. Nur ein paar lästige Trolle bin ich nicht losgeworden, die immer wieder irgendwelche Leute herschicken, die es nicht gibt. Aber das schaffen wir auch noch. Ja, fand ich interessant, Kurt, das habe ich, finde ich, Formel 1 gefahren, danach kam jemand, wollte mitfahren. Did you find the server, Gag server? I connected to the server and... driving a little bit here. Das ist vorbei, das gibt's nicht mehr. Jetzt hast du Wohnung und Frau. CS ist, kannst vergessen. Das ist ja fast schon halb verheiratet. Das schmiert das mal aus dem Kopf hier. Meinem Endeffekt, egal ob du jetzt da bist, öfters oder nicht, mir ist halt wichtig, dass es dir gut geht. Dass ich halt weiß, ob alles okay ist. Weil du bist ja quasi von heute auf morgen despawned, wie so viele. Aber wir kennen es ja wirklich schon länger und wir haben ja nie was gegeneinander gehabt oder so. So miteinander, sag ich mal. Die anderen, die sich verpisst haben, die einfach mir den Rücken gewendet, ein Messer in den Rücken gestochen haben, die haben sich ja beschwert wegen Spieler hier, Spieler da. Du, ich bin jetzt fast ein Jahr lang am Stream und ich habe alles gespielt. Von Outrun über Story Games, über MMORPGs, über alles. Also. Ich sag's dir. Ja, du musst ja nur mit Pupsi deinem anderen Account, falls du den noch hast, Ausrufezeichen Ready-Check machen. So, ist eh bald leer. Dann testen wir nochmal. Testen wir nochmal kurz was. Ja, das macht doch nichts. Ich könnte ja auch nachschauen. Haben wir in der Küche aber nur begrenzte Möglichkeiten. Hab mir aber wirklich alles hier hingelegt, ne? Also es war schon, ich habe mich auch ziemlich verletzt damit. Ich habe das so gemacht, ich habe über dem Wohnzimmer, über den Schrank verlegt, von dem Schrank der Höhe, über die Decke bis zum Flur, die Lampe, von der Lampe zum Flur, zur Lampe zur Küche und von der Küche, von der Lampe zur Wand, zum Regal hin und von da nach unten. Ganz verrückt. Hey Nasti. Ja, und wie immer habe ich für jeden Scheiß, was ich mache, egal was ich spiele, immer Server, kennst mich ja. Ob es Ark sei, ob es Form, ob es Racing-Spiele sind, einfach immer Gag-Server.
Und ich bin der Gino hier. Boah, krass, wie das ausschaut. Aber hattest du mir das nicht schon gesagt? Also, seit dem zweiten Stream bist du nicht mehr da. Du warst beim zweiten Stream. Boah, sogar mit Blinken hier. Du warst beim zweiten Stream den ersten paar Tage da und dann warst du nicht mehr da. Boah, krass hier, Kurt. Auch die Bodenwellen hier sehr, sehr gut gemacht. Das ist auch die neue Variante, ne? Wo man hier so komplett piesen kann. Boah! Schau einfach auf die Streamzeit da oben, nach dem Restream. Und ungefähr die Zeit warst du nicht mehr da. Ich glaube, wie viel steht jetzt oben? Ich habe keine Ahnung, welchem Tag wir sind. Boah, Alter. Das ist krass hier. Stopp, 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 stopp. Weißt du, sind wir da schon auf... Was sind wir da für ein Tag? Ich sehe das nicht, das ist zu klein für mich hier. Ja, auf jeden Fall viele Kabel. Und hier ist auch geil, hier steht in dem Raum steht gar kein Rechner. Sprich, es heizt sich halt nicht so auf. In der Küche habe ich halt links herum einfach total viel Platz. Achso, ja, dann kann es ja jemand anders schreiben in den Ding. Ja, das ist für mich eine der besten Strecken. Ich teste gerade für unsere Zukunft, ne? Das ist eine für mich der besten Strecken, weil es war immer die erste Formel 1 Strecke. Ich habe immer jedes Spiel Formel 1 Spiel spielen wollen oder gespielt und es war immer die erste Strecke. Und ich kenne die Bremspunkte halt nur bei der Formel 1 hier. Und ich teste, ob das alles so GT3 tauglich ist für unsere Jungs. Und wie lange bist du denn jetzt zusammen mit deiner, sag ich mal, mit deiner Perle, sag ich mal jetzt hier. Oder mit deinem Vibe hier. Upsi. Ja, aber es ist eine Strecke in der Weltgeschichte, wo immer da ist und in jeder, fast in jeder Serie gefahren wird. Und ich habe es jetzt auch gewählt, weil ich wollte sie schon immer mal lernen. Die ist nicht einfach. Jetzt haben wir sie halt noch ein, zwei Tage, bis wir halt ein bisschen gefahren sind. Ich möchte noch mit allen GT3s fahren. Dann möchte ich noch so einen LMP und einen Formel 1 Tag machen. Und dann wechseln wir. Ich schätze so, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Donnerstag, Freitag, weiß nicht genau. Und gut, seit so lange kennen, seit eineinhalb Jahren läuft da was und so wirklich feste jetzt. Was heißt das, Taco? Heißt das, hast du null Zeit oder was? Ja, und danach, nach den 7 Tagen, hast du dann wieder mehr Zeit, oder wie? Aber schön gemacht, hä? Aber ich glaube auch für GT3 sehr, sehr viel
sehr, sehr viele Geraden und Hochgeschwindigkeits, also Vollgasanteil, jetzt habe ich es vor, endlich. Achso, okay, das ist schon geil hier. Einfach Hashtag verliebt jetzt, oder? So richtig, Pupsi? Oh! Bist du aber da in der Nachtschicht, oder, Taco? Das geht, glaube ich, nur, wenn man Nachtschicht hat, oder nicht? Das ist aber schon vernünftig ab einem gewissen Alter, Pupsi, aber ich glaube, du bist ja zu jung. Also, was heißt nicht zu jung? Hä, was laber ich? Du bist sehr, sehr jung, was das angeht, das in Zukunft planen. So jung bist, ist man dafür nie. Du bist halt sehr, sehr jung, was ich ja halt auch gut finde. Und tust halt dann auch jetzt schon ein bisschen dich zusammenreißen. Ach, im Bestand, okay, wechselt sich ab. Ja, nice. Krass. Macht nichts. Alles gut. Alles gut, Pups. Ich habe gemeint, es ist schon nice, was du da machst. Freut mich. Nach dem Motto gibt's Schlimmeres. Jo, Tür aufgemacht oder was? Oh, es ist Zeit. Ich muss hier ein Tablett nehmen. Sekunde. Wo sind die denn? Ach du Scheiße, da hinten. Erstmal wegrollen. Moment. Ich muss die einen jetzt nehmen, die anderen eine Stunde. Lecker, Mann, Imbestand hier. Bist du zu weit weg, oder? Um jeden Tag zu kommen. Um was zu essen zu bringen, Kappa. Ja, natürlich bist du im Vergleich dazu jung, aber ist doch okay, so machst du deine Erfahrung, passt doch alles. Also, ich finde das schön. Ich musste gerade mal meine Tablette und mein Spray nehmen. Ich darf nach der Spray-Eingabe gar nicht so viel reden, aber egal. Und
Warte. Batterie einstellen. Alter. Aber ist das schön, dass es nicht so flüchtig ist, das Pups, das sich mit der Zeit entwickelt hat. Das finde ich toll. Alles klar, Pupsi, freut mich. War schön, dass du mir ein Status-Update gegeben hast. Dann wünsche ich dir eine angenehme Nachtruhe. Bis zum nächsten Mal. Schlaf schön. So spät hier eigentlich nicht. Drück mal DS auf, was dabei rumkommt, weiß ich nicht. Keine Anzeige gerade, habe das falsche Sim-Hub-Board auf. Uiuiui. Das bringt auch gar nichts, das Ding wegzutun, eigentlich den. Das Teil. Das Halo, weil du hast es ja eh in der Fresse und die Befestigung, das müsste ja ganz weg sein, nicht nur der Teil in der Mitte. Ist halt echt nichts, ne? Ich schaue aber links halt auf die Meteranzahl. Okay.
Müssen wir mal in dieses Ding DRS reintun. Zu früh gebremst, aber egal. Ja, also fährt sich gut, würde ich sagen. Wow. Yo! Nice! Ich hab immer noch nicht den DRS hier auf der Linie. Da müssen wir mal kurz schauen. Es muss doch eine Anzeige hier geben. Kann ja nicht sein. Na, was muss ich denn da suchen? Assetto Corsa. Corsa DRS Mod. Dass ich das zumindest sehe. Für eine Grafik, Alter, was ist denn passiert hier? Du Scheiße. Ha! Wo ist der DRS? Keine Ahnung, ich sehe nichts. 2017, okay. Das war der, oder? Ja. Das ist doch jetzt das Gleiche. Ich weiß nicht, wo ihr DRS sein soll. Keine Ahnung, testen wir das mal. Ich kann nicht jedes Mal umstellen.
Nicht nur was teste, das ist doof. Wo ist denn das hier? It's Thrive to Survive. Na klar. Okay. Dann testen wir das mal. Wie finde ich das jetzt hier ohne zu suchen? Tyro, schlaf gut. Und ach so, beide kleinen Kurt auch, angenehme Träume, schlaf schön und danke nochmal für die Geschenke, Tyro. Nacht die Nacht. Jo. ACRLMB. Ich weiß nicht. Ist hier irgendwas anders? Ja, hier ist schon DS. Vielleicht irgendwo anders drangehängt oder so? Heftige Bodenwellen hier mal Formel 1. Ist denn das DRS-Ding? Ist hier oben irgendwas? Nee, oder? Ist das vielleicht irgendwo dabei bei diesem F8-Ding da? Nee. F9?
Ahnung, Alter. Doof. Ich weiß nicht, wo das ist. Okay. Da, das eine war schon gut, aber es war halt groß. DSDS, ja, na, nee, das. Ich dachte mir, Brake Throttle Line, auch nicht. Das fand ich interessant. Toll. Schade, schade, schade. Sind da so hier, okay. Geht überhaupt ein von denen? Geht keiner von denen? Ne. Geht keiner von denen? Es muss doch irgendwie da was gehen. Ist das für Assetto Corsa? Ja. Okay. Das sieht eigentlich schön aus. Gibt's das noch? Oh, ich stütze mich hier so scheiße ab, Alter. Was ist denn das? Ach so, das noch mal gepackt. Large und small. Machen wir mal large. So, ich habe jetzt mal Large genommen, mal gucken. Ob wir jetzt einen Hut haben.
ein bisschen Lag gewesen, oder? Werden wir das Kleine testen. Leuchtet nicht auf, oder? Aber ich kann es da drücken, ich weiß es ja. Oh, falscher Gang. Ich weiß nicht. Da sind nicht alle Infos schön, aber zumindest habe ich das, was ich wollte. Aber ich dachte, ich hätte einen anderen Ersatz für das Ding da. 2001, ja, es ist halt 2018. Wo ist denn bitte schön hier der S bei dem? Hybrid. Gear, Rear. Wo ist denn hier der S? Mit der Batterie verwirrt halt, sag ich mal. Mit der Batterie sagt er nur, was er nutzen kann und nicht, was, wie viele Batterien wir haben. Oh, jetzt bin ich wieder am Rumbassen, statt am Probieren. Wild, 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 wild. Small, large. Oh, ja. Wäre es nicht mehr so umständlich, wäre mit dem Rundrad nach vorne bücken da. Und mit dem Mikrofonwechsel jedes Mal. Der ist von mir. Das
gar nicht. Von welchem Mikrofon hört er mich denn? Ich sehe nichts. OBS. Das jetzt wieder richtig. Jetzt immer umstellen. Wenn ich nach vorne mich bück, muss ich mal umstellen. Ich bräuchte nur dieses DRS, mehr nicht. Wieder vergessen, falsche Kurve, oder? Also, kein zu nehmen gefällt. Sich halt hier umschalten, ist ja okay. Gut, haben wir getestet. Funktioniert, schön. Funktioniert. Na dann, lass mal loslegen. Cool, die anderen beiden Tabletten habe ich hier. Müsste ich gar nicht aufstehen, aber dann trinken wohl noch. Dann.
mal gespannt hier. Ja. Gibt irgendwie zwei Ableger von denen. Aber ich habe die mal die mit mehr Gigabyte, Megabyte genommen. Gibt es einen auch mit 300 Megabyte, dann gibt es mit 80 Megabyte. Oh, da geht's ja gar nicht bergauf, oder? Wo ist denn die Charakteristik mit dem Bergauf? Oh, das war weg, oder was? Das wären erst wenige Frames bei der Strecke, aber es ist gleich. Sieht nur so aus. Okay, interessant. Warum gibt es aber zwei? Okay. Miami International Autodromo. Oh, jetzt ist die Grafik geladen, krass. Die Straße, oder? Okay, ich habe hier mehr Vibrieren im Lenkrad. Viel wackeln auf der Strecke.
Jo. Nicht schlecht, aber